Das Spiel heute, wie fällt dein Fazit aus des ersten Spiels wieder im Trikot von Energie Cottbus? Ich glaube, es war positiv, war jetzt wichtig, glaube ich, jetzt nochmal ein Freundschaftsspiel zu haben vor dem Saisonstart. Und ich glaube, wir haben es erfolgreich bestritten, alle haben Gas gegeben, alle haben mitgemacht, zum Glück keine Verletzte und das Ergebnis war einigermaßen auch in Ordnung, unentschieden. Ich glaube, hätten das ein oder andere Tor vielleicht mehr machen können, aber im Endeffekt zählt es nächste Woche, wenn die Liga wieder beginnt und heute war es einfach, dass alle fit bleiben, verletzungsfrei und in Form kommen. Wie hat es sich für Sie angefühlt, wieder im Trikot von Energie Cottbus aufzulaufen? Ja, ich habe mich natürlich wieder gefreut. Ich kam gestern an, gestern war mein erster Tag, war alles wie ein Heimspiel. Kenne ja viele, kannte auch viele, viele alte bekannte Gesichter, auch die neuen habe ich mal miteinander gespielt oder gegen die gespielt. Deswegen war es für mich eigentlich ganz einfach reinzukommen und wurde sehr gut aufgenommen. Du hast schon angesprochen, du kennst hier das Umfeld bei Energie Cottbus. Was kannst du mit deinen Qualitäten der Mannschaft geben oder wo siehst du im Prinzip den Punkt, ja, den Mehrwert, den du einbringen kannst für diese Mannschaft? Ich glaube, wie vor 2 Jahren oder wie bevor wo ich hier war, kann ich meine Qualitäten der Mannschaft, also ich kann auf jeden Fall helfen, muss jetzt in Form kommen. Ich glaube, deswegen hat mich auch der Trainer geholt, der Verein mich auch geholt, dass ich der Mannschaft nochmal was mitgeben kann und ich hoffe auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit jetzt bis zum Sommer erstmal und hoffe, dass wir es so erfolgreich wie möglich gestalten und von Spiel zu Spiel schauen und jedes Spiel Gas geben und gewinnen. Damals war es eine sehr gute Hinrunde von Ihnen, die Rückrunde lief dann nicht mehr ganz so erfolgreich. Was haben Sie aus der Zeit damals gelernt? Nee, Hinrunde war gut, sehr gut. Rückrunde war ich ein bisschen verletzt, auch einmal krankheitlich angeschlagen, aber trotzdem auch gute Spiele gemacht und ja, einfach vielleicht Konstantheit reinbringen in die Monate, die ich jetzt noch vor mir habe und versuchen der Mannschaft so bestmöglich zu helfen. Und jetzt glaube ich, kommt Schlag auf Schlag, wir haben viele Spiele, musst du fit, gesund bleiben und alles andere, glaube ich, das Einspielen oder das Reinkommen in die Mannschaft ist nicht so schwer, weil ich halt viele Leute kenne und das Umfeld passt zu mir. Sie haben zuletzt gespielt in Erfurt, auch in der Regionalliga Nordost im Rückblick. Was ist da nicht so gelaufen, wie sich das wahrscheinlich beide Seiten vorgestellt haben? Dazu werde ich mich ein bisschen später, glaube ich, äußern und will es natürlich jetzt auch nicht reden, kommentieren und wie auch immer. Ich glaube, intern wissen die Leute Bescheid, was da ablief, auch die Mannschaft, die Spieler in der Mannschaft. Und alles andere kann man dann am Ende der Saison oder wie auch immer dann später mal sprechen und besprechen und dann miteinander das diskutieren. Aber jetzt ist mein Fokus auf Cottbus. Wir haben eine wichtige Rückrunde jetzt und da geht es um vieles und da habe ich jetzt keine Zeit, auf die Vergangenheit zu schauen. Okay, Sie sind mit ein bisschen Verspätung bei Energie Cottbus ins Training eingestiegen. Wie fit ist Maximilian Pronitschew im Moment? Ja, ich habe ja meinen Sonderurlaub gehabt. Ist ja auch so eine noch eine Sache dazu, ob man will jetzt auch nicht kommentieren, aber war jetzt einfach so. Sie meinen in Erfurt? Ja, genau, mein Sonderurlaub, der ein bisschen länger war. Und habe mich fit gehalten, habe mich in Berlin fit gehalten, erstmal bei einer Mannschaft eine Woche lang und dann hatte ich auch sowieso frei wegen meinem Zahn. Aber im Endeffekt habe ich eigentlich jetzt den vollen Laufplan zum Beispiel von Erfurt auch gemacht, auch nebenbei trainiert auf dem Platz mit meinem sehr guten Kumpel von mir, Trainer. Und ich glaube, nicht so viel verloren. Es war jetzt keine halbes Jahr Pause, vielleicht 3-4 Wochen. Und ich glaube, heute hat man gesehen, so weit weg bin ich nicht. Deswegen habe ich jeden Tag geackert, Gas gegeben, damit ich, wenn ich zum Beispiel jetzt in einer Situation wie jetzt kam, fit bin, gesund bin und der Mannschaft auch schnell möglichst helfen kann. Trainer Klaus-Dieter Wollitz hat bei der Verpflichtung hervorgehoben, welche fußballerischen Qualitäten Sie mitbringen, hat aber auch gesagt, er muss sich in der Kabine unterordnen. Spüren Sie da auch so ein bisschen Druck durch so eine klare Ansage? Nee, warum? Es ist positiver Druck und fußballerisch hat er... Alles Gute, wir sehen uns. Fußballerisch, glaube ich, hat er das gesagt, schätze ich auch und... Ich kenne die Jungs hier, ich glaube, es wird kein Problem geben. Es war auch in Erfurt zum Beispiel in der Kabine gar kein Problem. Habe immer noch viele gute Kontakte und Kontakt zu den Jungs und hier wird es auch kein Problem geben. Wir müssen nur gemeinsam auf dem Platz eine Sprache sprechen. Jeder, also füreinander da sein, kämpfen, ackern, laufen und dann, glaube ich, wird alles in Ordnung sein. Da werden auch keine Probleme entstehen. Mit diesen Gemeinsamkeiten in der Kabine, was ist möglich noch für Energie Cottbus in der Saison? Das große Ziel ist der Aufstieg in die dritte Liga. Wie beurteilen Sie die Ausgangsposition im Moment?
Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht einfach so irgendwo hinwechsle oder wie auch immer. Und ich glaube, den Schritt zu Cottbus, das hat zu mir zum Beispiel jetzt Top-Situation gepasst. Und die Mannschaft wird oben mitspielen, oben angreifen und werden alles dafür geben, um das Saisonziel vom Verein, von den Fans, von allen, die zum Verein gehören, miteinander zu erreichen, gemeinsam zu erreichen. Und es ist alles möglich, wenn man die Tabelle auch anguckt. Natürlich, wir haben 2 Spiele weniger oder vielleicht auch 3 jetzt, ich glaube 2 eher. Und müssen den Anschluss hochhalten, also dass wir die Spiele gewinnen, unsere Punkte holen und dann ist alles möglich. Also es sind, glaube ich, 18, 19 Endspiele und wir versuchen jedes Mögliche positiv zu gestalten, zu gewinnen und dann schauen wir, was rauskommt. Und ich bin guter Dinge, dass wir was erreichen können, weil sehr viel Qualität in der Mannschaft steckt. Dankeschön.